Hier ist Antenne Sylt an diesem Mittwoch und heute ganz großer Radio-Thementag. Es dreht sich um die Kartoffel, die liebste Knolle der Deutschen. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum die Kartoffelsorten immer weibliche Namen haben? Wie Birgit, Alexia oder Annabelle? Also ich habe mir mal überlegt, warum? Ich kam irgendwie nicht drauf. Deshalb habe ich jetzt am Telefon einen Experten, und zwar Dieter Tepel. Er ist Geschäftsführer der Kartoffel Marketing GmbH. Herr Tepel, ich grüße Sie. Herzlich willkommen hier bei Antenne Sylt. Hallo, Herr Kraus. Herr Tepel, warum ist das eigentlich so? Warum haben die Kartoffelsorten weibliche Namen? Hierzu gibt es verschiedene Theorien, wobei die einfachste Erklärung wohl der weibliche Artikel die Kartoffel ist. So liegt es nahe, dass die Kartoffel auch einen weiblichen Vornamen trägt. Eine weitere Theorie zur Kartoffel besagt, dass früher die Bauern eine neue Kartoffelsorte stets nach der schönsten Tochter benannt haben. Dies könnte eine Tradition sein, die sich bis in die Neuzeit fortgesetzt hat. Denn auch heutzutage erhalten neue Kartoffelsorten ihre Namen immer noch von den Züchtern. Aha, aber so wir Männer mit unseren Männernamen kommen eigentlich so bei den Kartoffeln komplett schlecht weg. Hat das jetzt irgendwas auch aus marketingstrategischen Gründen zu tun, dass man immer nur die weiblichen Namen hernimmt? Es gibt schon auch einige männliche Namen, Wärmes, Albatros oder Innovator. Aha. Die stehen ebenfalls für starke Sorten, aus denen man auch Bratkartoffeln, Püree oder Pommes frites machen kann. Die Kartoffel, ob mit männlichem oder weiblichem Namen, ist eben gesund, sicher, spannend, regional und vielfältig. Okay. Herr Tepel, Sie sitzen ja so quasi an der Kartoffelquelle. Wo geht denn so dieser Trend eigentlich hin, was die Kartoffel betrifft? Gibt es vielleicht in naher Zukunft weniger Sorten oder nur noch 3, 4, damit sich die Kundschaft oder der Kunde besser auskennt? Wir verfügen in Deutschland zurzeit über circa 250 Kartoffelsorten. Boah. Natürlich sind die in den Regionen verschieden verwendet und es bestehen Vorlieben zu sehr unterschiedlichen Kocheigenschaften. Mhm. Am weitesten verbreitet sind fest und vorwiegend festkochende Sorten. Wichtig ist, dass der Verbraucher bedarfsgerecht einkauft. Das heißt, entsprechend seiner Verwendung die passende Kocheigenschaft wählt. Mhm. Die Züchtung einer neuen Sorte ist sehr aufwendig und kostenintensiv. Sie dauert circa 10 Jahre. Und muss dann ein umfangreiches Anerkennungsverfahren durchlaufen. Dabei muss eine neue Sorte in vielen Eigenschaften besser sein als bereits angemeldete Sorten. Ich glaube, dass wir in der Zukunft die Vielfalt der Kartoffelsorten behalten werden, denn der züchterische Erfolg, der ja auch mit der modernen Anbautechnik viel einhergeht, wird auch weiterhin Fortschritt halten. Oh. Herr Tepel, was ist denn so der absolute Renner bei den Kartoffeln? Welche Sorte? Ist das jetzt die Annabelle oder Alexia? Wer ist das so die Nummer 1 in der Hitparade? Man kann eigentlich bei den Kartoffelsorten nur den Verbreitungsgrad nehmen, welche Sorte die höchste Anbaufläche auf sich vereinigt. Aber die Kartoffelsorte selber, die Vorliebe zu einer bestimmten Kartoffelsorte, hängt einmal von dem Standort ab, wo die Kartoffel gewachsen ist. Denn der Standort prägt den Geschmack. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. So ist der eine Verbraucher mehr auf eine Sorte festgelegt als auf die andere und hat seine Vorliebe für eine Kartoffel, die aus dem Sandboden kommt. Der andere bevorzugt sie aus einem schweren, lehmigen Boden und so weiter. Also da kann man eigentlich nicht sagen, das ist die beste deutsche Kartoffelsorte. Das würde sich mir verbieten. Herr Tepel, wie viel Kartoffel essen Sie eigentlich pro Woche? Wir essen regelmäßig Kartoffeln. Es gibt eigentlich bei uns die größte Ausnahme, wenn es mal einen Mittag keine Kartoffel auf den Tisch gibt. Ob als Bratkartoffel, Kartoffelpüree, Salzkartoffel oder Kartoffelsuppe oder wie auch immer, die Kartoffel gehört bei uns auch dazu. Und auch wenn wir Gäste haben, bewirten wir die gerne auch schon zum Frühstück mit kleinen Kartoffelchen und was immer sehr gut ankommt. Ah, das hört sich gut an. Und noch eine Frage zum Schluss, Herr Tepel. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Kartoffelzüchter wären, welchen Namen würden Sie spontan dieser Kartoffel geben? Den Namen Ihrer Frau, von der Tochter? Das Letztere ist zutreffend. Carmen, das ist der Name unserer Tochter.
Ebenfalls handelt es sich dabei um eine wohlschmeckende Kartoffelsorte. Oh, die gibt's schon, die Carmen. Okay. Das haben wir schon vor 44 Jahren entsprechend ausgewählt. Klasse. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Bei mir am Telefon war Dieter Tepel, er ist Geschäftsführer der Kartoffelmarketing GmbH. Ihnen alles Gute und vielen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten. Ich bedanke mich ebenfalls, auch Ihnen alles Gute und auch Ihren Zuhörern.